Moin zusammen, Partisans 1941. Bin da neulich auf Zufall drüber gestolpert, hab mal reingeschaut. Sah ganz cool aus. Ist so ein Stealth-Spiel, spielt im Zweiten Weltkrieg. Wir schlüpfen in die Rolle einer russischen Partisanengruppe, haben unser kleines Lager im Wald. Wir sind deutlich in der Unterzahl, was Waffen angeht, was Manpower angeht, Munition angeht. Und wir müssen uns irgendwie gegen die Nazi-Besatzung wehren. Propaganda spielt eine Rolle. Die Truppgröße wird später irgendwie verändert. Man muss zwischen den Kämpfen die Leute auf irgendwelche Missionen schicken, um Vorräte einzusammeln. Hat das also auch Survival-Aspekte. Finde ich total interessant. Und schauen wir einfach mal rein. Die Gesundheit von Feinden und Partisanen ist sehr niedrig. Jeder Kampf stellt ein Problem dar. Hunde sind sehr gefährlich. Empfohlener Schwierigkeitsgrad fürs erste Durchspielen. Nix da. Schwer verwundete Partisanen können sterben, wenn sie nicht zeitig behandelt werden. Das Speichern während einer Mission ist gesperrt. Ich werde auf normal spielen. Auf geht's! 22 июня 1941 года в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. В первые месяцы боевых действий советские войска понесли катастрофические потери. Под натиском опытного противника, закаленного сражениями в Европе, Красная Армия была вынуждена отступать вглубь страны. Захватчики стремительно продвигались вперед, сравнивая с землей города и сжигая деревни. Пали Минск, Смоленск, Новгород. Бомбардировкам подверглись Киев, Севастополь. Под угрозой оказались Ленинград и Москва. Тысячи советских бойцов оказались в котлах, в том числе командир роты капитан Зорин. При попытке выйти из окружения он был взят в плен и доставлен в ближайший ДУЛАГ. Из пересыльного лагеря его должны были отправить в место постоянного содержания. Понимая, что для него и товарищей это будет дорога в один конец, он начал готовить восстание, но фашисты об этом прознали. Die Hilfspolizei untersteht der Ordnungspolizei und setzt sich aus Verrätern und Gesindel zusammen. Die Deutschen rüsten die Hilfspolizei in der Regel mit minderwertigen Waffen aus und lässt sie in den Dörfern für Ordnung sorgen. Nicht sonderlich gefährlich. Ja, die Sprache wurde nicht auf Deutsch nachsynchronisiert. Wir haben die Wahl zwischen Englisch, Russisch und Chinesisch. Dafür aber nur deutschen Untertitel. Und ich glaube, Russisch ist dann wirklich am authentischsten. Alles überspringen mit der Leertaste. Ach guck mal, pausiert er automatisch, okay. Sind Sie es? Warum sind Sie so seltsam angezogen? Es hat etwas gedauert, bis wir diese zwei im Wald geschnappt haben, Herr Kommandant. Hauptmann Zorin. Kapitän Zorin. Mir wurde gesagt, Nedolozhili, dass Sie die Gefangenen zum Aufstand angestellt haben. Zu pläne was haben Kuntu. Sie damit vor? Das Ihr Krieg ist vorbei. La was von a konchina. Ist kor, ala zakonchitsa da всей Красной Армии. Ошибаетесь. Мы вас еще до Берлина гнать будем. Wir werden euch schon bald zurück nach Berlin jagen. Unser Sieg ist gewiss. Наша победа, es wäre schiffschischer Fakt. Moskwa и Ленинград, задутся через одну две недели. Was habt ihr dem Deutschen Reich schon entgegenzusetzen? Was nicht, Chance auf Protze Felike Germani. Wir Arizi rosten die Prawe takimi, как вы. Все люди рождаются равными. Но вы, гитлеровская мразь, к ним не относитесь. Ihr seid keine Menschen. Was für ein Schwachsinn. Bringt ihn nach draußen zur Exekution. So gut wie erledigt, Herr Kommandant. Okay, ich nehme alles zurück. Die Deutschen haben sie anscheinend nachsynchronisiert, aber die Russen selber halt nicht. Das fand ich cool, dass ein Dolmetscher bei war. Давай, гад, стреляй. Нас 170 миллионов. Все равно всех не перестреляете. So viel Schwein kann man gar nicht haben, ne? Что это? Тревога? Наверное, старшина поднял бунт. А жаль, я не с ними.
Придется бежать в одиночку. И винтовку не взять, руки связаны. Попробую пройти вдоль забора, пока охранники отвлеклись. Окей. Ja, das ist so ein Einführung-Tutorial. Speichern abgeschlossen. Charakter steuern. Drücke die linke Maustaste, um deinen Partisan zu bewegen oder eine Aktion auszuwählen. Klicke mit der rechten Maustaste, um eine Bewegung oder eine Aktion abzubrechen. Kamera benutzen. Mit WASD bewegst du die Kamera. Mit Q und E kannst du die Kamera drehen. Mit dem Mausrad kannst du ran und rauszoomen. Ja, Standard halt, ne? Kennt man ja aus anderen Spielen. Warte mal, ich muss mal... Sound mache ich mal ein bisschen lauter, ne, allgemein. Nur mal auf 90 mal hoch. Musik mache ich allgemein immer so ein bisschen mehr in den Hintergrund. Und, hier, genau. Sprache, ne? Das ist halt das Interface, Sprachausgabe, Komplexität. Ich weiß nicht, was damit gemeint sein soll. Keine Anzeige interaktiver Objekte. Kamera nach dem Laden auf Partisan zentrieren. Auch aus. Zu Beginn der Schlacht zu Schusswaffen wechseln. Trefferchance in Prozent anzeigen. Eine Leiche zu Beginn der Schlacht fallen lassen. Auch an. Okay. Hab ich was geändert? Einfach mal zurück. Weiter geht's. Lautloser Modus. Dein Charakter fängt an zu schleichen, wenn du dich einem Feind näherst. Sichtkegel. Schleich dir entlang des Zauns zum Schuppen. Lass dich nicht entdecken. Wenn man das Mausrad gedrückt hält, kann man auch ein bisschen die Karte drehen. Ein feindlicher Sichtkegel. Jeder Feind im Spiel hat einen Sichtkegel, der dir zeigt, in welchem Bereich er sehen kann. Bewege deinen Mauszeiger auf einen Feind und drücke die rechte Maustaste, um die anzeigen zu lassen. Bleibe außerhalb des Sichtkegels und lass dich nicht erwischen. Okay, Schnellspielstand. Du kannst durch Drücken von F5 den Spielstand schnell speichern. Drücke F9, um deinen letzten Spielstand schnell zu laden. Bitte beachte, dass du nur auf der höchsten Komplexitätsstufe des Spiels nicht speichern kannst. Einstellungen. Du kannst die Einstellungen über die Registerkarte Einstellungen im Hauptmenü des Spiels anpassen. Spielstellen. Du kannst die Spielstellungen wie etwa die Anzeige der genauen Trefferchancen über die Registerkarte Einstellungen im Hauptmenü des Spiels anpassen. Ja, da war ich ja eben drin, ne? Ach, guck mal hier. Drop a course, bla, und hier alles auf Russisch. Wenden. Ja, bis hier vorne können wir auf jeden Fall. Und rüber. Bewegung Sprint. Zum Sprinten mit linken Maustaste doppelklicken. Deine Charaktere machen im Sprint Lärm, vergiss das nicht. Sprintgeräusche. Ups, ich glaube, hier hätte ich wahrscheinlich sprinten sollen. Die Umgebung benutzen. Du kannst bestimmte Objekte in deiner Umgebung benutzen, um dich vor Feinden zu verbergen. Benutze den Keller, indem du mit linker Maustaste anklickst, um den Blicken der feindlichen Patrouille zu entgehen. Klicke mit der rechten Maustaste, um den Keller wieder zu verlassen. Objektmarkierung. Objekte hervorzuheben. Die Alt-Taste. Gut, das hat er nicht mitbekommen. Alarm ist endlich aus. Oh, jetzt hier ins gepanzerte Fahrzeug, ne? Gleich rein in den Geschützturm und hier durchladen und alles niederrotzen, ne? Okay, außer die beiden, das waren anscheinend Verbündete. Teilt euch auf. Durchsucht das Dorf und den Wald. Findet und erschießt die Flüchtigen. Es darf niemand entkommen.
zu Befehl. Soldaten, mitkommen! Ach nee, stimmt nicht. Он приказал им тут все прочесать. Значит, еще кто-то сбежал. Er hat ihnen befohlen, die Gegend zu durchkämmen. Da muss wohl jemand entwischt sein. Ja, das sind wir, aber meine Hände sind noch vernotet. Ach, die Alt-Taste, ich Idiot. Drückt die ganze Zeit Shift und wundere mich, dass hier nichts aufleuchtet. Okay, rein da. Speichern abgeschlossen. Bist du russische Soldaten? Behältnisse plündern. Lass den Mauszeiger über der Kiste verweilen und klicke das Aktionssymbol an, um einen Gegenstand auszuwählen. Ziehe und verschiebe ihn mit einem Mauszeiger. Klicke Doppelklick mit der linken Maustaste darauf oder klicke auf Alles nehmen. Okay, Inventar. Jetzt habe ich ein Messer. Meine Hände befreit. Ausrüstung. Drücke I, um dein Inventar zu öffnen und dein Messer im oberen Waffenslot auszurüsten. Du kannst den Gegenstand per Drag and Drop auf der rechten Slot ziehen oder zum Ausrüsten Doppelklick mit der linken Maustaste anklicken. Das haben wir ja gerade schon. Drück du, Idiot, ich schieße die rüber weg. Soll ich jetzt echt vorwärts? Lautloses Töten. Durch lautloses Töten kannst du dein Ziel schnell ausschalten. Allerdings wird dein Opfer noch kurz Widerstand leisten und Geräusche machen, die andere Feinde hören könnten. Du kannst die Leichen von Feinden in deiner Umgebung verstecken, damit sie nicht entdeckt werden. Ups. Da habe ich die Windows-Taste gedrückt versehentlich. Geh einmal hier rein? Nein. Oh, oh. Das war's. First Blood. Gott, pack weg hier. Hier ist Wrack. Kommt er zurück dann? Ich weiß es nicht. Lautloses Bewegen. Feinde können dich nicht sehen, solange du dich im Gebüsch bewegst. Schleiche dich durch das Gebüsch in den nächsten Hof. Feinde sehen Leichen im Gebüsch erst, wenn sie es betreten. Benutze es, um nicht entdeckt zu werden. Ah, guck mal, ist auch das verborgene Augensymbol. Geräusche im Gebüsch. Wenn du dich im Gebüsch bewegst, machst du Geräusche, die Feinde in der Nähe argwohnisch machen könnten. Wenn du unbemerkt bleiben willst, warte, bis ihr Argwohn verfliegt, bevor du weitergehst. Dann wird die bei lebenden Leibe häuten. Auf den Soldaten, ja. Okay, stopp. Ausrufungszeichen. Fühlt sich. Laut zu halten, Augen offen halten, sagt ja einer. Über Zäune springen. Deine Charaktere können niedrige Zäune überspringen, um Abkürzungen zu nehmen. Okay, hier ist irgendwie so ein Krater. Wo soll ich jetzt eigentlich hin? Oben rein. Ja, hier geht's rein. Tür ist auf. Speichern abgeschlossen. Fertigkeitenbaum. Dein Charakter hat eine neue Stufe erreicht und einen Fertigkeitspunkt bekommen. Du kannst ihn in deinem Fertigkeitenbaum investieren. Drücke I und wähle die Registerkarte Fertigkeiten. Fertigkeiten erlernen. Um eine höherstufige Fertigkeit zu erlernen, musst du dir erst 3 Fertigkeiten einer vorherigen Stufe aneignen. Wie viele Fertigkeiten du brauchst, siehst du rechts neben deinem Fertigkeitenbaum. Also, um den zu kriegen, muss ich erst 3 aus der ersten Reihe wahrscheinlich nehmen. Okay. Fertigkeiten. Was gibt's denn hier so Schönes? Schnelle Hände, schnelleres Nachladen, deutlich größere Trefferchance mit Pistolen. Größere Trefferchance mit Pistolen. Messer werfen. Partisan wirft ein Messer und tötet lautlos einen Feind. Das geworfene Messer kann aufgehoben und erneut eingesetzt werden. Ich glaube, das werde ich nehmen. Höhere Wurfreichweite und kürzere Ablenkzeit der Fähigkeit. Die Anzahl an Messern, die nach dem Feind geworfen werden können. Deutlich kürzere Ablenkzeit der Fähigkeit. Rennen im Kampf kostet dich weniger Ausdauer. Die Anzahl an Rucksackfächern.
Inspiration ermöglicht dir, deine Partisanen zu motivieren und so ihre Trefferchance, Feuerrate und Ausdauer zu steigern. Kürzer Ablenkzeit. Ups. Alles nehmen. War doch noch gar nicht fertig hier. Gewehre, größere Trefferchance mit Gewehren. Deutlich größere Trefferchance mit Gewehren. Sehr viel größere Trefferchance. Ein Nahkampf ermöglicht dir das schnelle Töten von Feinden niedrigeren Rangs, wenn du getarnt bist. Deine Siegchancen im Nahkampf verbessern sich. Das schnelle Töten von Wehrmachtssoldaten und Polizisten, wenn du getarnt bist. Deine Siegchancen im Nahkampf verbessern sich deutlich. Lässt dich jeden Feind deutlich schneller töten, wenn du getarnt bist. Erhöht deine Siegchancen im Nahkampf deutlich. Erhöht den Verteidigungsbonus des Charakters in Deckung. Schnelleres Tragen von Leichen. Partisan. Hast du diese Fertigkeit, hat dein Partisan geringen Einfluss auf die Erfolgschancen von Missionen auf der Weltkarte. Mittleren Einfluss ermöglicht es dem Partisan, schwere Missionen auf der Weltkarte zu übernehmen. Also diese Fähigkeit hat dein Partisan gewaltigen Einfluss auf die Erfolgschance von Missionen auf der Weltkarte. Okay, ja, wir nehmen das Messer. Wollte aber alles mal angeschaut haben. Taktische Karte gibt es auch hier von oben. Hier einmal durchgeschlichen. Gelange zur Straße. Enzyklopädie. Okay, das ist nochmal die sämtliche Tipps und alles. Zeit, meine Fertigkeiten zu meistern. So, da ist ein Gegner. Ach, guck mal, mit F kriege ich dann auch die Fertigkeit. Feindgruppen. Feinde, die allein unterwegs sind, lassen sich leicht neutralisieren oder ablenken. Das ist deutlich schwerer, wenn du es mit einer Gruppe von Gegnern zu tun hast. Versuche, unbemerkt zu bleiben. Oh, da kommt noch ein Soldat. Okay, hingeschmissen. Messer wieder eingesammelt. Sehr cool. Ihr guckt nur dahin. Ja, ich wollte gerade fragen, kommt er noch weiter oder bleibt er da, wo er ist? Auf jeden Fall, wenn er gleich geht, gehe ich ihm hinterher. Fähigkeitsentfernung. Einige der Fähigkeiten deiner Partisanen kannst du aus der Distanz einsetzen. Das Fähigkeitensymbol zeigt dir an, wo genau deine Fertigkeit eingesetzt wird. Ups. Ab hier schmeißt er dann das Messer. Da oben ist noch einer. Hey, wo ist der hin da oben? Lass dich nicht entdecken. Rein ins Gebüsch. Und da oben muss ich hoch, ne? Tische Schack. Sieht mich nicht. Сейчас уложу. Sehr geil. Messer nehmen, Leiche nehmen und verschachern. Ja, mit den Anklicken mit den Symbolen erinnert mich auch an This War of Mine. Habe ich auch unheimlich gerne gespielt. Hat auch einen sehr, sehr traurigen Hintergrund. Gerne mal in die Playlist schauen. Okay, ich glaube, das war's. Keine Feinde mehr. Oh, da oben sind, da ist was los. Okay, hin zum Fragezeichen. Ungewöhnliche Behälter. Du kannst Behälter in unerwarteter Form an unerwarteten Orten finden. Nimm dir zum Beispiel einige Steine vom nächsten Steinhaufen. Alles nehmen. Steine werfen. Das Werfen von Steinen ist ebenso einfaches wie effektives Mittel, den Feind abzulenken. Steine. In der Tasche. Was ist das hier eigentlich? Fleisch. Großes Stück Fleisch.
aufteilen, Informationen, okay, 4, das ist dann der Nährwert wahrscheinlich, 1, 4 und 10. Da habe ich jetzt 19 Nahrung sozusagen. Normale Moral, dein Charakter ist im normalen Zustand. Und meine Moral wäre ziemlich im Keller, muss ich sagen. Okay, hinter. Ah. Hat anscheinend nichts gebracht. Achso, deswegen war nicht im Radius, okay. Wer ist da? Ja, niemand ist da. Vielleicht uns einfach mal hinten rum. Ich gelange zur Straße. Эй, ты чего? Поднимайся. Чуть-чуть же совсем осталось. Не могу, рано. Оставь меня, Санек, и беги. Беги, пока немцы тебя со мной не заметили. Какое беги? Ты с ума сошел? Наши своих не бросают. Я тебя на себе понесу. Отставить. Я понесу. Капитан, живой. Я думал, вас расстреляли. Да со мной все в порядке. А вот тебя, я гляжу, потрепали. Нужно перевязать твои раны, но сначала найдем безопасное место. У деда в лесу есть землянка. Там немцы вас не достанут. Сколько до нее добираться? С раненым по лесам и болотам мы далеко не уйдем. Об этом я не подумал. Еще могу отвезти вас к дяде Васе в Михайлово. Он вас фашистам не выдаст. Отлично. Веди. Окей, cool. Geschafft. Komplexität normal. 11 Minuten. Ressourcen gefunden. Ja, ein bisschen Futter. Achso, Brot war insgesamt 4. Ich dachte pro Brot und ich hatte 2. Habe ich gerade falsch gerechnet. Ansonsten haben wir nichts gefunden. Behalte die Moral deiner Einheit im Auge. Motivierte Kämpfer machen ihre Sache besser. Liebige Taste drücken. Was sagt denn... Speichern abgeschlossen. Лекарства еще не подействовали, но, думаю, выкарабкается. Он у нас парень крепкий, лесгафтовец. А кто это, лесгафтовец? Спортсмен. Студент физкультурного института. Есть такой в Ленинграде. Слышь, хозяин, мы у тебя переночуем, а утром уйдем. Санек говорил про какую-то землянку в лесу. Это та, что Трофима? Охотника? Да, я не... Ой, смотрите, полицаи! Они, наверное, нас ищут. Что делать? Тебе оставаться в доме со старшиной. А я выйду к ним. Поздороваюсь. Ich geh mal raus und sag hallo. Возьмите под половицу пистолет и лекарства. Из вас бы получился отличный подпольщик. Ждите здесь. Okay, ja, das erste kleine Tutorial haben wir hinter uns. Jetzt kommt hier schon das nächste. Ich würde sagen, ich mache hier eine kleine Pause. Wir sehen uns gleich wieder. Viel Spaß weiterhin. Bis gleich. Und ciao.